alte Menschen, Geißel oder Plage? Ich wollte eigentlich über eine interessante Landschaft schreiben. Ich habe bloß noch keine gesehen, außer der Nordsee. Wenn es nach deinem Großvater geht, sind die Tage unserer luxuriösen Nordseereisen gezählt. Ich möchte Amerika sehen. Ja, du hast aber Glück. Heute Abend läuft im Fernsehen eine Sendung über Amerika. Die ist über Gewaltverbrechen in Amerika. Ja, ignorier die Leichen und guck nur auf den Hintergrund. So. Und jetzt werdet ihr erleben, wie man eine Familie sparsam und doch schmackhaft ernähren kann. Ja, bleibt die Frage, ob wir es überleben. Hm? Ja, damals, nach dem Krieg, da war Einfallsreichtum und Improvisationstalent gefragt. Ja, Vater, jetzt erzähl uns bitte nicht wieder, wie ihr damals Tauben gegessen habt, nicht beim Abendessen. Hm? Och, Tauben! Du wärst ja damals froh gewesen, wenn du überhaupt nur in die Nähe einer Taube gekommen wärst. Die wussten Bescheid, nicht wie diese neumodischen Tauben heutzutage. Keine Tauben! Nicht deine Trümmertauben! Ja, schon gut, schon gut. Der Reis sieht lecker aus. Was gibt's denn dazu? Hühnchen. Guten Appetit. Danke. Wo ist das Hühnchen? Schon im Reis. Wo im Reis? Da. Das ist ein wunderschönes Stück Hühnerkeule. Das ist kein Stück Hühnerkeule. Das ist noch nicht mal ein Stück Spatzenkeule. Ich habe schon Fliegenbeine gesehen, an denen mehr Fleisch war. Das ist eine Tütensoße mit Hühnerfleisch. Ein Sonderangebot. Mmh, köstlich. Und mit diesem herzhaften Huhnaroma. Vater, davon werden wir drei nicht satt. Auf der Packung steht, es ist für 4 Personen. Auf deiner Nachtcreme steht, es ist für gegen Falten. Was gibt's denn zum Nachtisch? Nachtisch. Damals haben sich die Leute um einen Zuckerwürfel geprügelt. Soll das etwa heißen, dass wir zum Nachtisch ein Stück Würfelzucker haben? Müssen wir denn immer nach dem Essen irgend so schädliche Süßigkeiten in uns hineinstopfen? Ja, ich brauche Energie für meine Arbeit. Wie viel Energie braucht man wohl, um so zu tun, als ob man eine Fliege frisst? Wer frisst Fliegen? Niemand frisst Fliegen. Ich soll bloß einen Werbespot machen. Hier für das Insektenspray. Klasse, ne? Das soll doch wohl ein Witz sein. Nein, warum? Warum? Hast du gelesen, was da alles drin ist? Das ist das reinste Gift. Ja, das soll es ja auch sein. Das Ungeziefer soll ja nicht verwöhnt, sondern vernichtet werden. Dabei wird nicht nur Ungeziefer vernichtet. Und du willst den Leuten so einen Scheiß andrehen? Der Werbespot, den du für ausgussfrei gemacht hast, war ja wohl schon schlimm genug. Moment mal. Das war das neue milde Ausgussfrei mit weniger scharfen Chemikalien und Kindersicherung. Hm? Du sagst immer, ich soll mich für die Umwelt einsetzen. Deswegen bin ich sogar in der Umwelt AG. Wie soll ich mich da überhaupt noch hintrauen, wenn mein eigener Vater... Das ist es also. Das Fräulein hat Angst, zu seinen grünen Freunden das Gesicht zu verlieren. Nicht? Darum geht es nicht und das weißt du auch. Opa, soll Papi diesen Werbespot machen? Ich bin dagegen. Na bitte. Das könnte einige tausend Mark bringen. Ich bin dafür. Für ein paar lumpige Mark verkaufst du also deine Prinzipien. Das arme Kind hat noch nicht mal ihren Teller leer gegessen. Na, tu was! Das mache ich auch! Albtraum. Oh, ich auch. Ich habe geträumt, dein Großvater hätte uns bis an unser Lebensende mit Sonderangeboten bekocht. Guck mal. Oh, Pizza, ich auch. Pizza. Ich hab nachgedacht. Du zuerst. Ich meine, es tut mir leid, was ich gesagt habe, aber ich finde trotzdem, dass ich recht habe. Finde ich auch. Wirklich? Ja, ist wahrscheinlich wirklich nicht so toll, wenn ich als Flora für irgendwas Werbung mache, was die Umwelt schädigt. Nur, weil uns die paar tausend Mark ganz gut tun würden. Du gehst also nicht zu dem Termin? Doch schon, aber nur so. Weißt du, vielleicht finden Sie ja, dass Flora für irgendwas anderes Werbung machen kann. Oh, Papi, manchmal bist du echt klasse. Nur manchmal? Wenn du Pizza hast. Gibt es einen besonderen Grund dafür, warum ihr um 4 Uhr morgens um einen belegten Fladen herumkampiert? Wir waren einfach hungern. Ui, Flurschaden. Geht ins Bett. Gegessen wird, wenn die Zeit dafür ist. Mmh.
Wo gibt's denn sowas? Schau mal, Siggi, siehst du, was ich meine? UVA! UVA? Unmittelbarer visueller Approach. Herr Lenz, darf ich Sie Flora nennen? Sie dürfen mich Lukas nennen. Flora, Lukas Herzblatt. Schau mal, ich möchte die Netzhäute der Zuschauer attackieren. Ich möchte, dass sie sehen, fühlen und sich erinnern. Ich dachte, Sie möchten, dass Sie Insekten tot kaufen. Natürlich. Aber das ist nebensächlich in Hinsicht auf unsere künstlerische, kreative Funktion im Social Engineering. Sehr schön, Siggi. Lukas, wissen Sie eigentlich, was Insekten tot macht? Es macht Insekten tot? Nein! Nein? Ja, aber sind dann die Leute, die es kaufen, nicht ein klitzekleines bisschen enttäuscht? Flora, Lukas Herzblatt, unser Produkt verkauft Sicherheit. Ein Gefühl der Wellness. Das Wissen, wenn eine Fliege oder Spinne in unsere Privatsphäre eindringt, können wir diese Situation handeln. Und dazu wollen wir ein Symbol. Ein nettes, freundliches Symbol. Und dieses Symbol, das sind Sie. Ein friedliches, niedliches, liebliches Symbol. Ja, also, wenn ich etwas dazu sagen dürfte. Du brauchst ständig Input, ja? Ja, also die Sache ist die... Input, Input, Input. Ja, also, ich versuche umweltbewusst zu leben und ich glaube nicht, dass Ihr Produkt diese Anspruch... Oh, entschuldige, ganz kurz. Ja, dann, entschuldige. Ja? Was? Du, nein, ich hab gesagt, ich möchte den Berg in der Mitte des Shots haben. Raus. Sorry. ja. Ach so, ja, also die Umweltbelastung, die durch Ihr Spray hervorgerufen wird. Flora, Lukas Herzblatt, niemand macht sich mehr Sorgen um die Umwelt als ich, als wir. Na ja, schau mal, du, ich bin eins mit der Natur. Na ja, dann sollten Sie eigentlich wissen, dass Ihr Spray nicht so gut ist für die Natur. Das hab ich doch berücksichtigt. 10% des gesamten Budgets verwenden wir für eine groß angelegte Kampagne. Wir werden Spots drehen, in denen Flora die Fledermaus sagt, hey, das lässt auch dich nicht kalt, hilft mit mir dem Regenwald. Ja, Spots, Anzeigen, Plakate, viele Plakate. Und ich meine, wenn doch ein Schaden entsteht, was nicht bewiesen ist, nicht? Ist der dadurch mehr als ausgeglichen? Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man mit ein paar Plakaten... Flora, die, ja. Sie sind das ideale Insektentodsymbol. Nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Na ja. Global Thinking. Wir reden über einen weltweiten Exklusivvertrag. Ja. Also ich fühle mich wirklich sehr geschmeichelt. Und wenn Sie für irgendwelche anderen Produkte werben wollen, die nicht umweltschädlich sind, dann rufen Sie mich einfach an. Wir denken an einen Betrag von 100.000 Mark. Für mich? Wenn Dinge erstmal ins Rollen kommen, dann brauchen wir persönliche Auftritte und so weiter und so weiter. Ich denke mal, alles in allem machen Sie eine Viertelmillion. An wie viele von diesen Regenwaldplakaten hatten Sie gedacht, Kato Herzblatt? War es falsch, dass ich daran gedacht habe, was man mit dem Geld alles machen kann? Die ganzen Rechnungen bezahlen, in Urlaub fahren, etwas für Lisas Studium beiseite legen. Lukas, du hast getan, was du für das Beste hieltst. Lisa spricht seitdem nicht mehr mit mir. Wenn ich Nein gesagt hätte, dann hätten sie jemand anders gefunden, der es gemacht hätte. Habe ich recht? Wenn ich Nein gesagt hätte, hätte das gar nichts geändert. Habe ich recht? Natürlich hast du recht. Ich bin für meine Familie verantwortlich. Ich muss sehen, wie ich das Geld ranschaffe. Habe ich recht? Natürlich hast du recht. Lisa hat gesagt, ich soll mal überlegen, was die Tiere und Insekten sagen würden, wenn sie sprechen könnten. Ich finde, die finanzielle Sicherheit meiner Familie ist wichtiger als das Geschwätz irgendeiner Fliege. Habe ich recht? Natürlich hast du recht. Du stimmst mir doch nur zu, weil wir miteinander befreundet sind. Habe ich recht? Natürlich hast du recht. Ich will keine blinde Zustimmung. Ich will absolute Ehrlichkeit. Okay, wenn das so ist... Nein. Will doch lieber blinde Zustimmung. Ne? Lukas, würdest du bitte aufhören, hin und her zu rennen? Es macht mich nervös. Ich muss hin und her rennen. Zu allem Überfluss kocht Vater auch noch diese lächerlichen Sparmenüs. Kein Fleisch. Fleisch ist zu teuer. Heute Morgen habe ich eine Katze gesehen und mir dabei vorgestellt, wie man sie am schmackhaftesten zubereitet. Also ich stecke sie immer in die Mikrowelle. Guten Tag, Coco. Hallo, ich habe gehört, Sie haben Lukas eine Fastenkur verordnet. Er sehnt sich nach Fleisch. Heute Abend kriegt er Fleisch. Gott sei Dank. Zunge. Ich kann keine Zunge essen. Ich denke immer, sie will mir nur was sagen. Hallo, Coco. Hallo, Lisa. Tag, Schatz. Vielen Dank für den Hut. Er ist total cool. Mir gefällt er auch nicht. Ich bin so froh, dass du aus Tibet zurück bist. Dann ist wenigstens ab und zu eine vernünftige Person in diesem Haus. Ich scheine unsichtbar geworden zu sein. Tag, Lisa.
Guten Tag, Person, die ich normalerweise Papi nenne. Wie war's denn in der Schule? Oh, prima. Die Schülerzeitung ist rausgekommen. Mein Artikel ist auf Seite 4. Oh, darf ich mal sehen? Das Kind ist ja sehr begabt. Man sagt doch, große Begabungen überspringen immer eine Generation. Worum geht's denn? Wo Flora hängt, wächst kein Gras mehr. Beliebte Fernsehfledermaus wirbt für Gift. Was?